Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Die Karlach ist rot, noch roter als sonst, voller Blut. Ich glaube auch ziemlich viel ihr eigenes dabei. Das wollen wir mal ein bisschen beheben, wenn es geht. Vielleicht mit einer richtigen Rast, aber wir können erstmal ein bisschen heilen. Stärkt mich rasch. Ja, wir probieren es. Das sieht doch langsam ein bisschen besser aus. Ich weiß auch nicht, als Quatsch passiert und dann fällt sie mir tot um. Das kann ich nicht gebrauchen. Aber wir gucken jetzt mal die Kiste an, die Catherine Thorne uns hinterlassen hat. Mal das Schloss kaputt zu hauen. Nicht, dass da irgendwas drin kaputt geht. Du bist zwar schon mobil und denkst, dass das nicht passiert, aber ich bin lieber auf Nummer sicher. Ah, das war knapp. Ring des erhabenen Markts. Ermahnung des Auferstandenen und Ghoulhand. Beides Grad 1 klingt jetzt nicht so spannend, aber guck mal, was das genau ist. Und er wirft Untote mit deinen Befehlen. Schlage mit tödlichen Klauen zu und lähme das Ziel möglicherweise. Elfen und Untote können durch diese Angriffe nicht gelähmt werden. Jetzt nicht so krass. Meter mal hin. Nicht furchtbar, aber ich hätte halt gedacht, in den Catherine Thorne hier umhauen, dass da mehr bei rumkommt. An der Stelle in seiner Kiste hinter ihm die Schriftrolle ihres Ruhms. Ein belehrendes Schreiben für Zeloten der Absoluten, die eine Audienz erhalten. Gesehen zu werden ist bekannt zu sein und ihr bekannt zu sein ist vollkommen. Befreit euren Verstand von allen Schleiern, nichts kann ihrem blinden Blick entgehen. Es wäre also töricht, Geheimnisse vor ihr zu haben. Alles, was ihr habt, jedes Fragment eures Seins gehört ihr. Im Gegenzug wird euch ein Fragment ihres Seins angeboten, ein Splitter der Vollkommenheit, fest verankert in eurem verständnislosen Verstand. Wir sind immerhin wahre Seelen und die Wahrheit unserer Seele gehört ihr. Nicht viel zu sehen von den Türmen, zu nebelig. Ah, hier wäre ein anderer Weg nach oben gewesen, der besser gewesen wäre. Durch welchen Weg sind wir gekommen? War das der? Hier geht es auch noch lang. Hier kann man im Turm nach unten springen, oder was? Guck mal hin. Das ist die andere Sache. Aber es gibt ja noch ein paar andere Sachen zu erkunden, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das schon möchte. Hohler Turm. Wenn ich draufklicke, springe ich da runter, oder was? Wir gucken uns erstmal noch innen im Turm um. Da gab es nämlich noch was. Wir waren da noch nicht fertig. Und im Keller war auch noch was. Ich weiß nicht, ob ich den Keller jetzt dann komplett aussparen sollten, ob wir den später machen. Folge Catherick. Hervorstehende Bücher, eine Geheimtür wahrscheinlich. Ein Herz. Okay.
Nehmen wir mal mit. Vielleicht braucht man das. Achtung, Akolyten. Akolyten ist der Zutritt zu meinen Gemächern nur zur Abholung von Mondlaternen gestattet. Niemand macht sich an meine Bibliothek zu schaffen. Solltet ihr Informationen über Gifte suchen, denkt nicht einmal daran, eins meiner Bücher zu diesem Thema zu lesen. Ja, der will nicht, dass man an seinen Buchschrank geht. Warum wohl? Aber schöne Inneneinrichtung hier. Wieder mal. Das war die Tür, die wir vorhin nicht geöffnet haben. Das war die Bibliothek, in der wir schon waren. Gefjanki-Scheibe. Once again, your mind opens to Lazel, and she considers the disc. More writings on Orpheus, the so-called Prince of the Comet. Dann lasst mal hören. The Prince of the Comet, Part 3. The histories tell us that Commander Voss, Justil Kithrak, pierced Prince Orpheus clean through with his sword of silver. That his flesh was torn and fed to the great red dragon Ephelamon. Vlakith's faithful roar out this tale, but beneath the roars, we hear whispers carrying truth and prophecy. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from Vlakith's tyranny. Praise be to Mother Gith, Queen of the One Sky. Praise be to your son, Orpheus, the true heir, Prince of the Comet. This is more than a fable. It's an affront to the undying Queen Vlakith. Gith's son died to Voss's blade. Orpheus is no more. Könnte Orpheus vielleicht nicht doch noch leben? It is not just improbable, it is impossible. Kithrak Voss and his red dragon slayed the fell prince. You could no more resurrect him than you could glue together the pile of ashes he became. My Vash taught that the silver bells of Vlakith's court still ring out before every hunt in celebration of the prince's defeat. As a child, I longed to hear them for myself and sing in praises to the deathless queen and her Kithraki. Wer ist dieser rote Drache? Tiamat's emissary. It was he who carried word that Mother Gith had negotiated the gift of the dragons and that Vlakith the First would preside as queen of the Githyanki. Ephelamon remains the queen's consort to this day, as endless as the empire he now serves. Das ist ja mit dem Dragonborn auch interessant. Dragonborn mögen ja keine Drachen. Anything more? Let's just get to the end of this in one piece. Save your thoughts for later. Stop wasting my time. Okay, sonst wollen sie jetzt gerade nichts besprechen. Ich dachte, weil wir nicht mehr im feindlichen Gebiet sind, weil nicht mehr alles rot ist. Wäre das vielleicht was? Noch eine Mondlaterne. Die zweite. Kann da nie genug von haben. Okay, ist das gut für die Bücher daneben? Nein, wir sind ja bald weg. Balthasars Notizen. Noch ein Herz. Vielleicht sollten wir die Herzen nicht einsammeln. Auffangbecken unter dem Bücherregal mit den Werken über konventionelle Heilkunde einbauen. Das ganze Blut über die Steinplatten fließen zu lassen, ist die reinste Verschwendung und lässt außerdem die Stacheln rosten. Nicht beachten, der Geruch verschafft mir schöne Träume. Okay, wenn irgendwelche Supermonster sich über Inneneinrichtungen austauschen, sieht das so aus.
noch einen Umhang. Ha. Wenn du einen Gegner vergiftest, dann vergiften wir den mal Gegner. Aber ich habe mir gar nicht geschaut, wie die Umhänge bei den anderen aussehen. Wir auch mal farblich. Das ist ganz cool eigentlich. Lazelle hat noch keinen. Und wie... muss ich mir dran denken, dass ich immer nicht dieses Amulett der Hafner verstehe. Schild. Aber man muss dann den Schild erst casten und dann funktioniert das. Ach so, ich glaube, man muss das erst casten einmal. Ich glaube, das wird's sein. Habt ihr bestimmt schon in der letzten Folge in die Kommentare geschrieben. Ich kann das ja nicht mehr sofort lesen. Aber ich muss wahrscheinlich erst einmal... Na, vielleicht auch nicht. Anzahl des ersten Grades. Ja, wo ist denn der Bannzauber des ersten Grades? Eigentlich tauchen ja dann... tauchen solche zusätzlichen Spells dann hier auf, wenn man die hat. Ich höre nicht, dass man das nicht nutzen kann. Vor allem hier ist es doch. Das hat die Sache. Hier ist es ja da. Rubiets Schachzug. Goblin-Truppen sind zwar rau und ein bisschen dümmlich, aber trotzdem wertvoll, da sie sich gut anpassen und verschiedenste militärische Rollen übernehmen können. Sie sind ausgezeichnete Bogenschützen und eignen sich als Speer auf den Rücken von Worgen. Wenn sie gut ausgebildet werden, können sie mit Halbpiken auch als disziplinierte Phalanx dienen. Und selbst diejenigen von ihnen, die es einfach nicht hinbekommen, im Gleichschritt zu marschieren, können immer noch als Katapultfutter herhalten. Der Schlüssel beim Rekrutieren eines Goblin-Stammes ist ihr tiefer Respekt vor ihren Priestern, die ihre Mitglieder bei der Anbetung des allerobernden Mark Rubiet anleiten. Daher sollten die Hohepriester der sieben Stämme der südwestlichen Schwertküste zu einem großen Rat eingeladen werden, bei dem sie bestens verpflegt und mit krügeweise Schnaps versorgt werden, der mit einem milden Lähmungsmittel versetzt ist. Die Priester werden mit neuen Gästen in ihren Schädeln erwachen und an den fügsamen Glauben an einen neuen, größeren Gott als Mark Rubiet herangeführt. Die Absolute. Das Ergebnis haben wir ja schon gesehen. In der Goblin-Feste. I spy with my little eye. Nothing of note, really. Und du bist jetzt nur einmal durch ein Teleskop schauen. Das ist ein bisschen schade. Gute Tränke gebraut? Anscheinend nicht. Ja, ich sammle jetzt nicht von den ganzen Leuten ihre Herzen ein, das ist ja widerlich. Hervorstehende Bücher. Hier gibt es noch einen Hebel. Eine Reisetour, bevor wir irgendwas zu wild anfassen. Noch die letzte Notiz von Balthasar. Bestellung für die nächste Karawane. Okay. Muss mich besser auf den neuesten Stand bringen. Kein Volo. Dünnes Pergament, neue Ausgabe von Schneller und plötzlicher Tod. Das hat gewürfelt 16.
Muss man einfach eine, dann braucht man doch eine 20, oder nicht? Gott. Schau mal, ich habe ja noch Handschuhe der Geschicklichkeit. Warte mal kurz. Meine Geschicklichkeit ist 17. Ich habe doch Handschuhe der Geschicklichkeit irgendwo. Ja. Kann ich mich sonst noch irgendwie buffen? Anscheinend nicht, sonst würde er auch das anzeigen automatisch. Couple turns should do it. 8 bis 11. Theoretisch kann ich mit der 19. Was war jetzt los? Theoretisch kann ich auch mit der 19 das Schloss knacken. Kostet uns hier Liebeswerkzeug. Yes. Ich hasse Treppen. Geile Inspiration. Das uns wohl hinführt. Da bin ich mal gespannt, ob sich das gelohnt hat. I have to keep going. Welche Handschuhe hatten wir vorher? Diese hier. We can talk later. Ich wollte auch gerade gar nicht versenktes Gebetsbuch. Als ich meine Tochter verlor, erkannte ich meine Bestimmung. Ja, das ist Isobel. O dunkle Göttin, natürlich ein Gebiet an Schar. Als ich meine Bestimmung versammelte ich die Herde. Als meine Herde vollzüglich war, bestrafte ich die Frevler. Als die Frevler strauchelten, schlug ich sie zu Boden. Was war die Reihenfolge nochmal? Ich glaube, dass das wichtig war tatsächlich. Ach, ich glaube, das ist. Man kommt von draußen in das. Das ist, glaube ich, wichtig von der anderen Seite. Man kommt hier rein, man geht halt nicht innen und kämpft, sondern geht hier oben lang, außen, zumindest rein und raus, ein anderer, einen Ausgang zumindest. Nee, 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 da drin ist doch jetzt eh, komme ich auch von der anderen Seite auch ran, garantiert. Hier noch von innen angucken. Eine schöne Dietriche da rausgeballert, wie sonst was. Wir wurden inspiriert dadurch. Achso, das können wir nochmal angucken. Ups. Komm mal da raus. Ist die Tür wieder verschlossen? Willst du mich... Da war da auch ein Hebel draußen. Oh, das ist alles jetzt hier. Das merke ich gerade gar nicht. Schau mal, jetzt war eben hier Giftgas, jetzt ist er weg. Er sieht ja gerade richtig düster aus. Klick, das endet doch gleich auch nicht gut. Wahrscheinlich gibt es irgendeine richtige Reihenfolge. Wo soll ich denn das wissen hier? Gift. Dann haben wir es lernen.
in ein plötzlicher Tod. Das ist irgendwie wichtig, davon wollte er ein neues Exemplar haben. Die Widmung lässt sich erkennen. Für jene, die Zweifel an mir hatten, möge der Sturm eure letzten Atemzüge holen und die Erde euch Ruhe verwehren. Langsam haben wir alles mal angefasst. Wird es immer doppelt ausgelöst? Also kann ich es mehr als einmal auslösen? Ja. Okay. Obwohl, das geht aber nur einmal, der blöde Totenkopf. Denn hier. Ach, der Hebel ist vielleicht, ich habe ihn gar nicht, ist wahrscheinlich eh für die Tür. Nicht mal knacken müssen, so mühsam. Oh Gott. Da war der Hebel, ja. Von außen muss man es halt knacken. Hier kann man auch noch irgendwie rumklettern. Kann man vielleicht durch ein Fenster da rein? Hier kann man hochklettern. Ich möchte schon noch in diesen Raum. Das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Guck mal von der anderen Seite. Man sagt, es wahrscheinlich auch wieder ein Hebel da. Ein bisschen schwieriger gemacht, als ich sollte. Geh einfach durch. Wozu? Das ist doch noch ein Rätsel hier. Mit dem blöden Schrank. No time to waste. Ja, das ist nämlich die Tür. Da ist auch ein Hebel von innen wieder, ne? Natürlich. Meine schönen Liebeswerkzeuge. Weil ich nicht aufgepasst habe. Absoluten Gewand. So einen Scheiß nehmen wir nicht mit. Obwohl, vielleicht mal, um jemanden zu täuschen. Schreiben von Gortasch. Über die müssen wir auch ein bisschen mehr erfahren. General, nach allem, was wir aus meiner Forschung über das Gift-Artefakt erfahren haben, kann ich gar nicht genug betonen, dass wir es unbedingt finden müssen. Die Macht dieses Artefakts kann unsere eigenen Anstrengungen ins Unermessliche katapultieren. Aber es sollte in die Hände der Feinde von Verstand und Beharrlichkeit fallen, könnte es all unsere Pläne und Intrigen vereiteln. Mich beunruhigt, dass der Leichnam unseres handverlesenen Hauptmanns für den Artefaktüberfall nicht im Wrack des Nautiloiden gefunden wurde. Findet das Artefakt, greift zu drastischen Maßnahmen, versagt nicht. Der handverlesene Hauptmann, das ist doch Schattenherz, die sie hingeschickt haben und haben erwartet, ihre Leiche da zu finden. Aber sie ist halt nicht gestorben, hat überlebt und jetzt Inventionspläne für Eltulgard auch noch. Ich hätte eine Invasionspläne für alles. Die haben echt mal ordentlich was vor. Nicht abgeschickter Brief. Balthasar, danke, dass ihr mir zurückgebracht habt, was mein war und zweifellos wieder mein sein wird, sobald der Krieg gewonnen ist. Danach ist unsere Aufgabe abgeschlossen. Es wartet dann ein anderes Leben, ein besseres Leben. That might be worth a look. Lose Planken. Ältesten Gehirnbeherrschung. Vertraulich, dem Schreiber Jantus von General Kefrick diktiert. Der Plan des jungen Gortasch, ein ältesten Gehirn der Gelefiden zu versklaven. Ohoho. Okay. Und unter Kontrolle der Krone von Kasus zu unserer Marionette zu machen, läuft beinahe reibungslos.
Wenn man von der kleinen Verzögerung absieht, während der unsere Ballistenfreunde ihren Führungskonflikt ausfechten mussten. Die Schwachstelle muss eindeutig das Teilen der Messersteine sein. Es war notwendig, um einen Einsatz und den des Mörderkults zu sichern. Aber am Ende wird er durch unsere zerbrechliche Allianz zersplittern. Alle drei Messersteine müssen von einem einzigen Anführer, vorzugsweise von mir, kontrolliert werden, aber erst, wenn alle Beteiligten ihren wesentlichen Beitrag geleistet haben. Gortash fürchtet, dass sich das Gehirn, das wir die Absolute nennen, ach, das ist das Ältesten, sie haben ein Ältesten Gehirn versklavt, das ist die Absolute. Das erklärt auch, warum das so Macht über die Larven hat. Okay, langsam kommt hier Licht ins Dunkel. Also Gortash fürchtet, dass sich das Gehirn, das wir die Absolute nennen, nun durch die dunkle Energie der Krone in etwas Neues verwandeln wird, das weitaus schwerer zu kontrollieren ist. Wenn er recht hat, ist es wichtig, die Macht der Nessersteine im einzelnen Träger zu vereinen. Umso mehr, da Envar Gortash gewiss zum selben Schluss gekommen ist. Da trauen die sich schon nicht mehr gegenseitig. Das Buch nehmen wir mal mit, das klingt wichtig. Ein paar Weintrauben sind immer gut. Werden wir wieder ein bisschen was zerhauen hier, ehrlich gesagt. Nachdem ich meine wertvollen Dietriche ein bisschen verballert habe. Umhang der Elementarabsorption. Das ist ein Brief an Kefrick lesen. Mein liebster General, nee, Gemahl, nicht mal richtig gelesen, oh. Ich weiß, dass sich meine Zeit dem Ende zuneigt. Ich will euch nicht verlassen, ich will unser kleines Mädchen nicht verlassen. Doch ich schreibe nicht, um unser Schicksal zu beklagen. Es ist das unsere und niemandes sonst. Die Stadt des Urteils ist finster, doch ich weiß, dass selbst dort wird mich das Licht der Herrin finden. Ich werde ihre strahlenden Türme sehen und durch die silbernen Gärten wandeln, von denen wir beide geträumt haben. Meine Belohnung erwartet mich, doch ihr habt noch eine große Aufgabe zu bewältigen, mein Liebster. Seluns Licht scheint hell in unserer Kleinen, doch sie wird jemanden brauchen, damit sie auf dem rechten Weg bleibt. Ich habe keine Zweifel, dass sie dich auf dem deinen hält. Es ist derselbe Weg, der unsere Herrin, und eines Tages, da bin ich sicher, wird er zurück zu mir führen. Aber nicht allzu bald, hoffe ich. Ich werde nicht lebwohl sagen, wir werden uns nicht verlieren, uns nur eine Weile lang nicht sehen. Wie sehr ich euch liebe, auf immer Melodia. A letter from Ketherick's wife. Sounds like she loved him very much. Tja, wenn die sich mal wirklich wiedersehen, wird sie nicht so begeistert sein von dem, was aus dem Ketherick Thorm geworden ist. Einmal pro kurzer Rast Elemente absorbieren. Beim nächsten Elementarangriff auf dich erleidest du nur den halben Schaden. Bei deinem nächsten Angriff bewirkst du zusätzlich 1d6 dieses Elementtyps. So, das ist besser als das, weil ich mache keinen Giftschaden. Das Tagebuch des Jüngers, das wir gerade gesehen hatten. Da. Eine rituelle Beschwörungsformel. Die weißen Rippen, dein bleicher Schädel. Aha, sehr schön. Ketherick's been studying something called the Apostle. But of which God? Nö. Wenn wir da mal durchblicken. Des Volkes. Die Ethik des Krieges. Wenn ein feindliches Königreich besiegt ist, muss es dem Erdboden gleichgemacht werden. Da wird auch ein bisschen über die Ethik des Krieges philosophiert, was da der richtige Weg ist.
So, mal 3 Sekunden hinlegen. Wir haben uns eine Ruhepause verdient. Eigentlich haben wir uns mal eine richtige Ruhepause verdient. Aber vorher würde ich wirklich gerne das eine Rätsel lösen. Oh, was macht denn die Tally hier? Ach, die ist eine Ebene tiefer, ich dachte schon gerade. Was läuft die denn hier? Also, wir wollen natürlich noch dem Kefrick folgen. Wir haben gesagt, wir sollen den Buch das nicht anfassen. Es gibt auch irgendeinen Hinweis. Denkt nicht mal daran. Aber das ist doch... Wo ist der? Kann denn überhaupt dahinter was sein? Da ist schon Platz für irgendwas dazwischen, ja. Das ist wahrscheinlich die Reihenfolge wichtig, oder? Hat das hier mit diesem Rätsel oder mit diesen Sprüchen da draußen zu tun? Oder auch wie eine Reihenfolge, Gehorsam, Bestimmung. Bestimmung, Gehorsam, Herrschaft. Durch die Tür bin ich ja nach oben gegangen dann, ja. Ansonsten habe ich alle Räume durchsucht hier. Bin auch nach draußen und nach drinnen und alles andere. Einer hat auch noch Gift, eine Giftwolke gemacht, das war auch nicht so schön. Bleibt mir zumindest nicht dastehen, weil das, da kommen die Sachen aus dem Boden. Okay, jetzt funktioniert sogar noch. Ich bin ganz sicher, weil das Blitz irgendwie nicht mehr geklappt hatte. Ah, darf man nicht. Man soll ja einmal schön vergiften. Und da oben sicher auch nicht. Noch alle Türen zugehen. Voll fies. Eingeweide. Oh, ich habe aber eine Idee. Er sagt Gehorsam, Bestimmung. Das habe ich vergessen. Aber das könnte Gift, Blitz. Ich muss es eben noch einmal lesen. Ich bin so vergesslich, es ist unfassbar, wie ich mir 3 Sachen nicht merken kann. Für 5 Sekunden. Eigentlich mit anderen Sachen geht es ganz gut. Ich weiß nicht warum. Ich merke. Also mit anderen Sachen kann ich mir teilweise voll gut merken, wenn ich das will. Für Zahlen rein oder irgendwelche anderen Sachen. Oder wenn ich irgendwie dran denke. Und hier denkst du, ja, merke ich mir. Dann habe ich es aber schon wieder vergessen. Weil so richtig merke ich es mir dann doch nicht. Aber weil ich nicht, auch nicht weiß, was ich mir davon merken soll. Die Anfangsbuchstaben, die irgendwas. Bestimmung, Gehorsam und Herrschaft. Es könnte halt Blitz, Gift und... Auch mal das letzte ist, was H ist. Das sind diese 3 Köpfe. Blitzgift und H. Hilfe. Blitzgift und Hilfe. Also. Blitz war das hier. Das ist natürlich die Frage, war es ganz oben? Das war das hier. Das zweite war Blitz. Ja. Blitz. Was ist noch ein hervorstehendes Buch? Ugh. Gift. Was ist denn das oben dann? Seems to be stuck. Das ist ein letzter, okay. Nochmal dann. Blitz, Gift. Und Hilfe. What's hiding here? No use. It's blocked. Darauf
irgendwas erkennen? So schlimmes Gift jetzt nicht, zum Glück. Das ist das Gift, wo es das einzig richtig brutale, das hier klemmt. Weil man es als letztes machen muss. Das ist das Blitzbuch. Wenn ich hier stehe, kann ich auch das aktivieren, ohne dass ich die Sache abkriege. Also halt. Jetzt gucken, ob irgendwas. Rot, rot, blau, grün. Kann ich darüber irgendwas in Erfahrung bringen? Bei dem Blauen passiert auch gar nichts mehr, das ist auch interessant. Blau, Rot, Grün. Ich komme nicht drauf, ich bin anscheinend nicht clever genug. Ich gucke mich kurz nochmal um, ob ich hier noch irgendeinen Hinweis finde, ob er in einem anderen Raum ist. Farbe, irgendwas. Hier ist rot und grün drauf. Auf irgendeinem Bild ein Hinweis. Ich erinnere mich auch nicht an den Text mit den Farben oder an einen Text mit den Sachen, die da passieren. Blitz, Gift, Klingen. Der inzwischen völlig zermatscht ist, der Typ hier. Ist aber noch ein Herz drin. Abgetrennter Arm. Dafür reicht es anscheinend noch. Das Herz lebt immer noch. Uralter Altar, habe ich ihn schon angekriegt. Oh. Packen wir mal ein Herz rein. Auch als eingesammelt habe ich das wenigstens nicht mehr hier bei mir. Hä, warum ist das jetzt... Na, das verpackt manchmal, dass er das noch anzeigt, obwohl es gar nicht mehr da ist. Okay, so kommt man da rein. Muss er jedes Mal, wenn er hier in sein Arbeitszimmer möchte, morgens zum Homeoffice, ein menschliches Herz da einsetzen. Das ist irgendwie auch... Das geht auch einfacher, oder? Würde ich denken. Ruhig mal alle mit, ihr habt auch Licht dabei. Ein frostiger Hut. Man kann sich fast denken, mit welcher Zauberschule der wohl zusammenhängt, aber wir gucken mal trotzdem nach. Einmal pro Zug bewirkt jeder Zustand, der auf ein Ziel gewirkt wird, zwei Züge lang Frost überzogen. Bei Geschicklichkeitswürfen Nachteil. Sind mindestens 7 Züge übrig. Sonst wird sie eingefroren. Sehr interessant. Wenn man halt viele Zustände auf jemanden castet, dann ist das ganz cool. Das mache ich jetzt nicht so. Deswegen ist es nicht so interessant für mich, aber insgesamt ganz cool. Ich habe einige Materialien von unter dem Turm umgeleitet. Ich wollte die nötigen Kräfte ausschließlich aus dem Mausoleum nehmen, aber der General möchte nicht, dass seine Familiengruft in Mitleidenschaft gezogen wird. Vielleicht bleibt mir ohnehin keine Wahl. Der Tempel wird das Nachtlied nicht einfach so aufgeben und die Unverwundbarkeit des Generals selbst hängt davon ab. Ich bin sicher,
Er wird einen kleinen Verstoß verzeihen, wenn er für die Armee die Freiheit hat, endlich auf Baldur's Tor zu marschieren. Das war vielleicht doch noch hinten los. Jetzt haben wir schon rausgefunden. Maybe we can tell. The necromancer was experimenting on the tadpoles. But they were already imbued with Netherese magic. So where did that magic come from? Gut, dass es hier Hinweise gibt zu Nightsong. Wenn du hier bist, ist doch eh alles schon durch. Oder kann man vielleicht hierher kommen, irgendwie in den Kampf verwickelt werden, merken, dass man den gar nicht bestehen kann? Und dann muss man halt irgendwie dann zurück zu Nightsong. Das ist ganz schön mühsam, wenn man das so rummacht. Filled with the mutilated corpses of illithid parasites. Whatever ungodly experiments were performed on them likely killed them. Und ein Haufen toter Pixies, auch gemein. Das sind nicht die nettesten, aber a ritual circle. Looks like it was used in the crafting of moon lanterns. Hauptsächlich für Lore, dieser Raum. Oder wenn man halt gegen Kefrick noch nicht ankommt. Let's see. Swift as my feet can carry me. So, ich wollte nochmal gucken, ob es hier einen alternativen Weg gibt. Das wäre auch mal ganz interessant. Hoch genug hüpfen. Vielleicht mit Gifjanki-Hilfe. Shadowheart, wo er da auch hinterherkommt. All's well that ends. Not as bad as it could have. Das wollte ich nicht. Ein bisschen draufschauen. Und da lang gehen, da lang gehen. Da raufhüpfen. Da lang gehen. Ah, da kann ich schlecht hingucken. Ich glaube, da geht es auch auf jeden Fall nach oben. Das war interessant. Kommt ihr wieder zurück? Sonst teilen wir unsere Gruppe eben auf. Ich nehme das nächste Mal kurz. So, die beiden gehen mal hier lang. Darüber zum Dach. Lazel und Karlach. Mal hier hoch. Die beiden Sprungrunde. Let's go. Ist Lazel einfach gerade abgestürzt? Was machst du, ein Mädchen? Pass mal ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob der Path so effizient ist, ehrlich gesagt, hier. Vor allem, wenn man eh schon oben war. Manchmal ist es interessant, hier den Wege zu sehen. Man sieht dabei, dass es gibt, glaube ich, echt eine Menge Wege. Wir haben unten ja noch ein bisschen was entdeckt. Wir haben noch entdeckt. Wo
Aber dann steht man hier. Was macht man jetzt? Das wird jetzt nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Hier ist eine Tür, da kommen wir überhaupt nicht durch. So bringen wir das auch nicht weiter. Aber es gibt schon verschiedene Wege, auch hierher zu kommen und nach oben zu kommen. Der ist anscheinend ein bisschen sackgassig, wenn ich nicht gerade was übersehe. Hüpfen. Was man dann davon hat, bin ich auch nicht sicher. Und ich muss es ja auch nicht. Ich dachte, warte doch mal 3 Sekunden. Das tut doch auch weh. So, ist auch egal, wo lang wir gehen. Jetzt gehen wir hier mal raus. Macht nur Quatsch. Wir haben ein bisschen erkundet, ein paar Sachen rausgefunden. Ganz schön viel Lore in dieser Folge kennengelernt. Man versteht jetzt wirklich die Geschichte sehr, sehr viel besser. Wie sich das zugetragen hat, was ein bisschen die Chronologie ist, was die wollen, wer die Absolute ist. Zu Kethric, Gortash ein bisschen mehr. Gortash müssen wir noch ein bisschen lernen. Und zu Kethric haben wir schon eine Menge jetzt gelernt. Zu der Absoluten, wie sie die verschiedenen Fraktionen teilweise unterwandert haben und die Anführer infiziert. Schon ziemlich cool. Ich würde sagen, hier oben, wo es so gemütlich ist, machen wir jetzt mal eine lange Rast. Und dann in der nächsten Folge machen wir uns mal ein bisschen Federfüße und springen da rein. Gucken, ob wir da ganz unten landen, wo wir vorhin schon mal waren oder wo uns das hinführt. Ich denke mal, das ist das, was wir jetzt wollen. Die Geschichte von Orpheus haben wir alle 3 Bücher der Serie. Über Orpheus können wir noch was Neues lernen. Besiege Kethric Thorm. Er ist irgendwo unter dem Turm. Ich dachte, er wäre eigentlich weiter weg, aber vielleicht können wir ihn da auch tatsächlich jetzt noch richtig besiegen. Schauen wir mal. Das wäre ganz cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand es eine sehr coole Folge, auch wenn jetzt nicht so viel oberflächlich passiert ist. Haben wir eine Menge kennengelernt. Das ist schon wichtig, um diese ganze Story zu verstehen. Dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dann. Ciao.